Bitte nie! Christian! Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zu meiner sechsten Ausgabe der Nightmare Logistik hier im ETS 2. Wir fahren unsere Ware weiter nach Stettin, die wir aus Helsingborg, glaube ich, hier geholt haben. Und bin dann mal gespannt, wie viel Erfahrungspunkte wir dazu bekommen nach dieser Fahrt. Ich bin jetzt erst vor der Zeit ein paar Minuten wach. Ich wollte eigentlich bis 2 Uhr nachts durchschlafen, weil ich dann halt langsam aufstehen muss, um mich für die Arbeit vorzubereiten. Weil eine Stunde später fährt schon mein Bus. Noch habe ich leider keinen PKW. Noch kein Führerschein, aber ihr wisst ja, ich bin auf dem Weg dahin. Aber mir ist auch gerade so scheiße langweilig. Ich weiß nicht mehr, was ich für einen Film kicken soll. Ich habe keinen Bock, weiß nicht, was ich jetzt für YouTube-Videos kicken soll. Und jetzt 4 Stunden so abgammeln. Wie gesagt, die Bude hat jetzt auch groß keine Lust weiterzumachen. Nicht um die Uhrzeit. Bin auch so ein bisschen verschlafen, gebe ich ehrlich zu. Aber wir fahren trotzdem weiter. Und mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte wir jetzt hier am Ende dieser Fahrt bekommen werden. Ich bin schon sehr gespannt, weil wir haben jetzt nämlich fast 1000 Kilometer hinter uns. Oder sagen über 1000 Kilometer, so ja. Und ich hoffe, dass wir jetzt in dieser Fahrt in der nächsten halben Stunde hoffentlich eventuell die Fahrt hier wenden können. Wobei natürlich keine gute Idee ist, halb verschlafen LKW zu fahren, aber manchmal ist das eben so. Manchmal muss man so ein bisschen ein bisschen unausgepennt den Job antreten. Das ist nun mal leider so. Man kann immer gut schlafen. Mal gucken, weil ich jetzt so viel Gesprächsthemen habe. Bin mir nicht so ganz sicher, ob ich ein bestimmtes Thema anschneiden sollte. Ah, da kommt einer. Verdammt. Fahr! Danke. Das war auch nett von ihm, dass er mich durchgelassen hat. Sehr schön. Ich dachte schon, ich muss hier vor der Ewigkeit stehen bleiben. Zunächst mal, ich habe hier ein paar neue Mods drin. Schon wieder. Weil ihr guckt jetzt aber auch nur 3 weitere. Ein Mod soll bessere Wolken machen. Ich glaube, wenn man jetzt nach oben schaut in den Himmel, sieht man, dass die Regenwolken deutlich besser aussehen. Dann habe ich hier diesen Blumeneffekt, der hier im Spiel vorzufinden ist, irgendwie ausgemacht. Und dann gab es noch einen Mod, mit dem ich jetzt vergessen habe. Ist auch nicht so wichtig. Ja, ich bin inzwischen mit der Version, wie ich es jetzt gerade habe, sehr zufrieden. Auch wenn ich jetzt einige Orte noch nicht erreichen kann. Da werde ich mal später versuchen, ob wir da mit diesem komischen Transform-Cheat irgendwie hinkommen. Falls wir mal eine Tourline haben sollten. Der probiere aber vorher aus. Nicht, dass wir den Spielabschluss haben, wenn ich da hinkomme, weil die Fährverbindungen nicht da sind. Ja, und zur Not, wie gesagt, wenn es klappen sollte, dann teleportiert mich halt darüber. Ist vollkommen egal. Ist zwar sehr unrealistisch, aber ich weiß jetzt nicht, welche Mods ich da vergessen habe einzufügen, warum die Fährverbindungen fehlen. Aber gut. Na komm. Mit Schranke, ich hasse Schranken. Bremse mal aus. So. Und weiter geht's. So, mal gucken, ob ich denn doch schon einen eigenen LKW leisten kann. Einfach um zu gucken, ob ich mir schon mal einen Auflieger aufpacken kann. Und zwar von Krone. Da habe ich einen Profiliner. Auflieger gemoddet mit dem Freddy Krueger Auflieger. Aber so mein Favoriten-LKW erst zu bekommen bei Level 28, da muss man noch ganz schön ackern für. Aber gut, vielleicht steht er doch schon als erwartet. Durch den Erfahrungs-PX, durch den XP-Mod, den ich da habe.
Und falls ich mal tatsächlich einige Momente nichts sage, liegt es einfach daran, dass ich wirklich kein wirkliches Gesprächsthema habe. Ich möchte einfach die Tour zu Ende bringen, ich möchte die nächsten Erfahrungspunkte einsacken. Ich will jetzt hier wirklich möglichst schnell vorwärts kommen. Die dritte Arbeitswoche bei mir steht jetzt an. Vielleicht kann ich da noch einige was erzählen und ein paar Stichpunkte machen, worüber ich dann reden möchte. Weil. Ah, da ist ja einer! Ach, verdammt! Der scheiß Kackregen, Alter! Da ihr seht, links, in der links im Spiegel. Da war gerade einer. Okay, das ist der Nachteil, wenn der Spiegel so dermaßen. Denkst du, das ist dann natürlich sehr, sehr kontraproduktiv. Weil man erkennt so gut wie gar nicht, ob der hinter ihm ist. Gut, aber ich wollte ja regen, ne? Weil jetzt mal so ein bisschen erschweren hier. Ist ja gerade noch mal gut gegangen. Aber da frage ich mich jetzt gerade mal, wenn es jetzt tatsächlich so ein echt hoch ist, wenn es so regnet wie hier jetzt gerade und die Scheiben so dermaßen mit Regen verschmiert sind, wie man da sich Überblick verschaffen sollte. Der ganze Spiegel ist doch komplett. Müsste da nicht auch an der Seite so ein Scheibenwischer ran an der Tür. Alter, das ist ja gar nichts, ey. Das ist ja richtig Wahnsinn. Hier ist gerade grün geworden. Oh, ich fahre ein bisschen zu schnell, aber gut. Könnt ihr der Regen langsam mal ein bisschen nachlassen? Ich möchte ja gerne meinen linken Spiegel wieder sehen können. Ich kann ihn ja sehen, aber ich möchte wieder richtig hingucken können. Ich muss sagen, der Soundmod gefällt mir. Dieses die Pfeife vom Diesel. Die gefällt mir sehr gut. Auch wenn es gerade ein bisschen wie Tinnitus in den Ohren klingt, aber. Heute war so eine schöne relaxte Folge. Ich bin doch gerade irgendwie zu müde, um mich zu einem Gespräch zu zwingen, muss ich ehrlich zugeben. Ich hätte aber Lust gehabt, mich über gewisse Filmteams zu unterhalten, über bestimmte Filme zu unterhalten oder mal zu empfehlen. Aber ich bin da gerade echt so ein bisschen. Bei 85. Schade, dass ich beim Beifahren nicht nutzen konnte, die Gothic-Dame da. Ich habe auch den Wauwau genommen, wir haben auch einen Hund hier. Er wollte heute mal so ein bisschen den Dosting machen sozusagen und hätte gerne eine Beifahrerin mal gehabt, mal so ein bisschen rumdosten, ein bisschen rumsimpen. Ah. So, Regen, jetzt kannst du mal langsam mal aufhören. Langsam nervt's. Tank muss ich auch nicht. Ich bin schon mal gespannt, wenn wir jetzt die ganzen Maps erkunden, später, weil da so viele Kilometer zusammenkommen. Ah, fahren Sie mal wieder brav, direkt 80. Ja. Ist ja langsamer als 80. Was soll das hier? Endlich. Ah, Autobahn ist zu Ende. Muss ich mich hier einfädeln, Reißverschlussverfahren. Lass mich ja durch jetzt hier. Ey, das ist total scheiße. Ich drück den Modmarkt wieder raus mit dem Regen. Also den Spiegel hier, das geht ja nicht. Ernsthaft, wie soll man das. Nee, also. Nee, die fällt mir nicht. Ich mach den Mod mit dem Fall raus. Ich kann mich mal hier am Tüffel tun hier. Das ist total scheiße. Ist zwar, weil ich weiß nicht, ob das wirklich so extrem ist, wenn man das wirklich so aussieht.
Aber das geht ja mal ja nicht, Alter. Ich traue mir an, nach links zu fahren. Ich glaube, da müsste ich mir so ein Zeug ans Fenster sprühen, weil das Wasser abperlen lässt. Weil du kannst überhaupt nicht fahren, ey. Ja, schon die Regenphase ist ja echt wahnsinnig lang. Kollege, oh Mensch! Alter, war das schon mal knapp, ey. Bin auf der Hauptstraße, oder? Hätte ich eigentlich fahren dürfen? Ja, war das knapp gewesen jetzt. Also könnte der Regen auch wirklich wieder aufhören, ey. Es kann ja nicht immer regnen, nicht wahr? Aber schon mal ein kleines Filmzitat. Ja. Dürfte nur mal raten, aus welchem Film. Einer der wenigen Liebesfilme, die ich tatsächlich als solche akzeptiere. Ist halt mal so. Einer der schönsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Bliadstock, genau. Bliad ist noch so ein russisches Schimpfwort, wenn ich mir die irre. Aber zumindest so ein Flugwort wie Kurva bei den Polen wahrscheinlich, glaube ich. Aber der Soundmod gefällt mir. Das muss ich echt zugeben. Bialystok. Wir sind auf jeden Fall weit hinter Polen, jetzt sind wir wahrscheinlich schon in Weißrussland oder so. Immer schön geradeaus weiter. Oh, bin viel zu schnell gerade. Oh, bei 75 war ein bisschen 5 km über der Toleranz, 5 km über die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Das ist noch so die Toleranz, die geduldet wird. Was haben wir jetzt noch? 330 Kilometer haben wir noch vor uns. Alter Falter, wenn wir die unsere Landstraße hier fahren müssen, dann dauert das wirklich noch eine Weile, bis wir da sind. Muss man unterwegs mal versuchen, ein paar Stichpunkte zu machen. Das Schlimme ist ja, wenn ich dann auf dem LKW sitze und mal so ein bisschen nachdenke, dann versuche ich immer diese scheiß Stichpunkte aufzuschreiben. Das Problem ist bloß, wenn wir da anfangen, die Mülltonnen zu schubsen, derzeit aktuell, dann komme ich dazu nicht mal kurz, wenn die zu kicken oder so. Das ist. Die machen sich da so ein Arbeitsdruck, um möglichst schnell Feierabend zu kriegen, das ist echt Wahnsinn. Das ist halt das Ding, wenn man festgehalt hat, ne? Da musst du dich nicht nach Stunden bezahlt, um deinen Arsch abzusitzen, sondern also festgehalt. Ach, mach denn da. Du kriegst zwar fest, aber musst halt auch die Leistung bringen. Und wenn man natürlich
festgehalten hat und seine Vorgaben hat, wenn man die so schnell wie möglich erledigen, weil man halt früher Feierabend, ne? Je weniger Stunden, desto besser. Ist halt der Nachteil, ne? Musst du ordentlich knüppeln. Ah, schnell der Vorfahrt. Entschuldigung. Mein Fehler. Na komm, jetzt fahr doch mal, ich hab doch schon Platz gemacht. Mann, ich hab doch eigentlich einen Fehler gemacht, aber fahr weiter! Du Penner! Stell dir doch kurz weiter, du blöder Sack, Alter! Meine Fresse! Zu Wetterfahrt, du Idiot! Hattest Vorfahrt, du Arsch! Ja, Pech gehabt, selber schuld. Wärst du weitergefahren, du Penner. Ich hab meinen Fehler eingesehen. Du nicht. So. Genau, ich hab alle. Ich, du nicht. Du kannst einfach Bock auf Klokator. Oh Mann. Mann, kannst du mal aufhören zu regnen? Jetzt nervt mich doch mal wirklich richtig, ey. Ist ja Wahnsinn, wie lange das anhält. Alter. Jetzt fällt mir gerade wieder ein, warum ich die Drehwahrscheinlichkeit quasi auf Null gedrückt habe, ey. Das ist ja Wahnsinn. Das hört ja gar nicht mehr auf zu regnen. Ah, da endlich. Der Regen endet. Komm, ich kann mein Rückspiegel jetzt bald wieder sehen. Also Seitenspiegel, meine ich. Das wird wieder ein bisschen besser. Ja, ich kann mal meinen Seitenspiegel wieder sehen. Ach, ist das schön. Endlich kann ich wieder einsehen. Was war trotzdem ein bisschen schneller, weil ich jetzt langsam ans Ziel kommen will. Ja, okay, ich gehe mal zu, die Folge ist diesmal ein bisschen langweilig. Aber ich komme jetzt bestimmt vielleicht die nächsten 5 Tage nicht dazu, was aufzunehmen. Aber ich, er hat auf jeden Fall davon erzählt, wie dann die Fahrschule gewesen ist, die erste Theoriestunde. Meine Eindrücke festhalten. Dann werde ich wahrscheinlich wieder am Wochenende aufnehmen. Jetzt haben wir nur noch 263 Kilometer vor uns. Mal ein bisschen auf die Tube drücken. Verdammt, ich schaff's nicht, den Wagen 100% in Spur zu halten hier. Ich hört jedes Mal, dass ich hier mit dem Rad auf die weiße Streife hier komme. Man darf natürlich so eine Breite vom LKW nicht unterschätzen, ne? Oder die Fahrerkabine vom LKW, die ist ja dann doch schon deutlich breiter als ein Auto. Man sitzt ja auch höher. Geradeaus fahren.
Wie gesagt, heute mal so eine schöne chillte Folge. Muss ja auch mal sein. Komm, jetzt weiß noch mal die Geschwindigkeitsbegrenzung hier. Mal gucken, was unser Räuber jetzt hier mal so ein bisschen unter der Haube hat. Lichtern ja ab, scheiße. Regen gehabt, okay, Licht an. Ich war mir jetzt sicher, ob der nicht an ist. Weil das aber auch während der Fahrt nicht gucken. Verdammt. Ja, die Regenwahrscheinlichkeit wird wieder ein bisschen runterschrauben. Das war mir echt ein bisschen zu lange. Mit Fernlicht aus. Die Straßenschienen. Hätte eigentlich blinken müssen, oder? Lang auf der Landstraße, obwohl 70 erlaubt sind. Ey, 20 km drüber, der Lappen wäre weg. Jetzt hat er fast geschafft. Komme nicht mehr deutlich rum durch die Kurve hier. Ich möchte mal so ein Fahrsicherheitstraining von LKW möchte ich mal machen. Da bin ich mal gespannt drauf, wie so ein LKW bei Nessa verhält. Vielleicht muss ich das ja machen, das ist ja Pflicht. Dass du mal so ein Fahrsicherheitstraining im LKW machst. Ne? Wie fällt sich der LKW, wenn er an Steuern gerät? Oder auf nasser Fahrbahn bremsen? Das würde mich mal interessieren. Kammer abgeregelt. Dann passt das ja. Ich werde langsam ungeduldig. Ich möchte nämlich die nächste Erfahrungspunkte einsammeln. Können wir wieder Autobahn fahren? Nee. Das ist auf der Landstraße. Scheiße. Schön, dass wir jetzt 1000 Kilometer hinter uns haben. Das gibt wirklich ordentlich Erfahrungspunkte, die ich verteilen kann. Komm, lass mal wieder so 3-4 Level weiterkommen. Vielleicht ja 5. Wäre jetzt schon mal gespannt auf die nächste Entfernung, was wir jetzt dafür Kilometer haben. Weil es ist ja hier im E-Test so, wenn ich jetzt hier die Fertigkeitspunkte verteile. Dann gelten die ersten dann nach der nächsten Fahrt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über die nächsten 3 Punkte verteile, muss ich erst eine Auftragsfahrt annehmen, bevor die dann sich bemerkbar machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal vielleicht 3 Erfahrungspunkte kriege, die ich auf Fernfahrten setze, da müsste ich natürlich Glück alle voll haben. Da kann ich erst ab der übernächsten Frachtfahrt halt einsehen. Halt, was ist jetzt los? Irgendwas hat mich gerade zur Seite gedrängt. Ich hab jetzt. Was ist das? Ich stopfe dich gerade. Die Kopfbewegungskamera hier gerade im LKW, die ist. Das stimmt halt nicht. Jetzt geht's wieder.
Was war das gerade eben? Alter! Zum Glück, Alter, ich habe jetzt echt gut reagiert. Mich hat es fast schon wieder aus der Grafik geholt, dafür. Alter Falter. Jetzt zeig aber schon, sie hat das Müller, die Aufnahme versauert. Wir haben es fast geschafft, wir sind gleich am Ziel. Alter Falter. Da schon wieder. Was ist denn gerade los? Ruckelt hier gerade, weil es Mitte. Da ist gerade hier ein Exekutor Lichter. Alter Falter, jetzt habe ich aber hier wirklich gedacht, hoi. Jetzt vor kurzem Ziel spielt mir ein Spiel, ja, bitte nicht. Kommt denn die Ausfahrt hochgeschossen? Nee, kommt da nicht. Einfahrt meine ich, oder Auffahrt. Das war eine Autobahnauffahrt. Jetzt darf ich gar nicht fahren. Also über Stoff. Der Volvo ist ja leider nicht der stärkste. Die trauen sich noch nicht mehr so stark LKW unterm Auto am Arsch zu ihm hier. Kennt schon ja neben dem Simula PS. Obwohl eigentlich, ja doch für Fernfahrten. Ich weiß ja nicht, ehrlich mal gesagt, ab welchen Fahrten lohnt sich eigentlich ein LKW mit über 700 PS? Oder ist es überhaupt nötig, so eh zu haben? Oder ab welcher Fracht? Ne? Meine 700 PS ist für so ein LKW ja doch schon verdammt viel. Weil der PKW mit 700 PS ist ja auch schon eine ganz schöne Nummer. Ist mir jetzt gerade egal, ich werde es zum Ende kommen. Und noch 70, unter 70 Kilometer nur noch, wir haben es gleich geschafft. Der nächste Ort ist unser. Da ist Kaunas. Da wollen wir hin. Müssen wir da runterfahren, ne? Okay, hier noch nicht. Jetzt müssen wir die linke Spur benutzen. Okay, aber keine Wahl. Oh, die Blinklichter an der Seite, die fallen mir. Jetzt sieht los. Wieder linke Spur. Lass mal nochmal von der Autobahn runterfahren, Mensch. Oh, jetzt muss ich aber hier schnell rüber. Zum Glück fahre ich da gerade keiner. Das hätte jetzt böse enden können. Da haben wir noch. Jetzt mal ein bisschen auf die Tube drücken hier. Was erlegt eigentlich mal diesen scheiß LKW eine Spur zu halten, ey? Mann! Ich hoffe, dass ich damit später auch bei der Fahrschule keine Probleme haben werde, die Wagen eine Spur zu halten. Ja, schon klar, Teig verstanden.
Vorfahrt beachten. Ach komm, das schaffen wir. Ziehen wir jetzt rüber. Bevor der hier bei uns neben uns steht hier. Rückspiel, habe ich schon gesehen. Aha, zwei Lampen. Schnell rüber, bevor der uns überholt. Sonst hätten wir jetzt vorne beim Einfahren jetzt abbremsen müssen. Ach, hoffe ich, hat auch gestern keinen Bock gehabt. Sind die Ampeln hier? Na, lässt du mich? Fahr jetzt ja nicht weiter. Fahr jetzt ja nicht weiter. So, Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Ja, ist okay. Also hier brauche ich nicht blinken, wenn ich im Kreisverkehr hinfahre. Ah, ich hätte vielleicht ein Stück warten müssen. Jetzt muss ich blinken. Die Ausfahrt nehmen. Vielleicht hätte ich den jetzt erstmal durchfahren lassen sollen. Hätte mich beinahe gekracht. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Ich muss ja auch ein bisschen mehr ausholen, wie das aussieht. Ne, kommt doch rum. Okay, hab ich gesagt. Ich hab nichts gesagt, alles gut. So ein bisschen früher sagen können wir damals, wirklich auf meine Karte guckt hier. Wo ist er endlich da? Nach einer halben Stunde. Also ungefähr 400 Kilometer für eine halbe Stunde in etwa. Rechts abbiegen. Und das so beibehält, kann man ja die Touren dann planen später besser, was die Zeit betrifft. So, jetzt dürfen wir wieder rangieren. Sehr schön. Demnächst links abbiegen. Dann nehmen wir einen Auftrag erledigt. Links abbiegen. Kommt keiner, hinter mir keiner, vor mir keiner. Navigation beendet. So. Sie haben ihr Ziel erreicht. Also drüben ist er weiter hin. Da hinten. Na, mal gucken, ob wir es jetzt einigermaßen hinkriegen. Also ich persönlich würde jetzt... jetzt kann man natürlich nicht aussuchen, ne? Fahre ich jetzt... jetzt hier geradeaus weiter, schnell nach links zu diesem Trailer und versuche dann drin zu rangieren. Oder fahre ich jetzt hier so eine kleine Kurve. Versuche mich, doch, ich fahre eine Telekom, versuche mich da schräg hinzustellen, um ein bisschen Weg zu sparen, die Leute wegmachen. Warte mal. Warte auf, wir werden also einen U-Turn machen. Finde ich jetzt als besser. Ein bisschen den Aufleger schon ein bisschen schräg stellen. Vielleicht. Hier so in etwa. Ah, ganz schlechte Idee, wie ich sehe gerade. Jetzt bin ich Ufer gefahren. Das habe ich gerade gemerkt. Okay, das war eine schlechte Idee. Ich hätte ein Stück geradeaus fahren müssen. Noch schaffe. Ja, also, ja, jetzt macht es natürlich mehr Sinn. Guck mal jetzt, wie schön auf die jetzt hier steht. Das war eigentlich das Ziel, okay. So, da muss man links, also muss ich jetzt mal rückwärts diese Richtung lenken. Schauen wir diesmal hier so. Okay, der steht da ein bisschen zu schräg. Okay, ist doch ein bisschen schwieriger als ich dachte jetzt gerade. Ich habe jetzt nämlich Angst, wenn ich jetzt hier versuche den Trailer aufzufangen. Ich guck mal hier, das ist ganz schöne klappe Kiste hier gerade. Das gefällt mir nicht. Mal vorsetzen nochmal. Hab ich
keine Rangiermöglichkeit. Da knalle gegen. Das will ich natürlich nicht. Versucht mal eine andere Möglichkeit. Den Trailer jetzt so zu buxieren, dass er ein bisschen schräg steht. Ein bisschen mehr Anlauf nehmen. So, mal gucken, ob mein Plan aufgeht. So, wo steht er jetzt? Auffangen. Hey, wieso? Schon das gleiche Problem. Warum hat er sich jetzt plötzlich noch weiter dahin verschoben? Wir wollten gerade versuchen aufzufangen wieder. Ja, welche Richtung ist dreht? Der. Nee. Ja, toll, jetzt war ich völlig falsch. Da soll er nicht hin. Immer so einfach, ey. Dachte, ich krieg's ein bisschen schneller hin diesmal, aber. So. Da muss jetzt nach rechts. Also muss ich jetzt langsam nach links lenken, wenn ich rückwärts fahre. Ey, was? Ey, was soll denn jetzt? Ich habe ein Problem mit links-rechts bei der Sicht hier. Jetzt haut es hin. Eigentlich überspringt nicht. Wenn ich so reinparke. Jetzt läuft es wieder. Mal gucken, wie lange. Wieder ein bisschen auffangen. Jawohl, zeigt befürchtet, dass ich jetzt schon die Bucht nicht richtig treffe. Ganz sachte. Also jetzt hier muss ich echt noch ins Gefühl kriegen, Alter. Ehrlich, wirklich, ich sag's nochmal, ich hab's ja in den Videos schon mal gesagt, seitdem ich gesehen habe, wie so ein LKW-Fahrschullehrer das erklärt hat, der hat sehr, sehr gut erklärt hat, versuche ich mir seine Worte zu merken und verhaut hier total, Alter. Das ist echt. Moment, wenn ich jetzt hier drin sitze, so, der muss jetzt nach links, also muss ich jetzt rechts lenken. Mal gucken, so, guck mal raus, ich lenke nach rechts. Primus. Ich muss noch ein Stück weiter. Ist gerade schwierig, den Held zu boxieren, weil. So, genau. Also, ich merke gerade, die Koordination ist noch nicht ganz so, wie ich sie gerne hätte. Jetzt baut er der persönliche der Position ausbauen ist natürlich eine Weile, um sich jetzt nach links, in die richtige Seite zu bewegen. Wenn ich jetzt mich nach links lenke, jetzt braucht er erst eine Weile.
ich immer durcheinander hier. Da muss nach rechts, also gut, nach links lenken. So. Was ist der jetzt hier? Genau, der meinte ich. Jetzt schiebt er sich wieder in die, ja, in die verkehrte Richtung. Was soll das? Beweg dich doch mal. Ich darf nicht vergessen, dass auch der Hals vom LKW damit zu tun hat. Versuch es mal in die Bucht drin zu fahren, das scheint ja direkt gegenüber zu liegen. Hätte ich auch vorher schon kommen können. Hier gerade rinfahren. Sieht man, da vielleicht doch ein bisschen LKW erspart. Gut. Sagte hier. So. Muss jetzt nach rechts, also gut nach links lenken. Ich versuche jetzt wirklich. Nein. Da willst du mir gegen den Luftflieger knallen. Alter, das ist ja echt irre, Alter. Das ist ja. Passt das Ganze nicht? Aber jetzt habe ich es. Hoffentlich. Muss den versuchen, jetzt eine Schräglage zu behalten. Das heißt, ich muss den gleich wieder ein bisschen auffangen. Genau. Jetzt. Da dieses Auffangen ist mir wichtig, dass er in der Position bleibt, dass er sich nicht weiter zur Seite verschiebt. Das ist mir ganz wichtig. Der soll sich ja nicht nur nach links und links, der soll sich ja nicht nur nach links und rechts bewegen, sondern der soll ja auch mal schräg in der Dings bleiben. Ja, das, nee, den fällt absolut nicht. Nein, nochmal zurück. Aber wir stehen schon gut drin. Ich hoffe, dass das später bei mir im echten Leben nicht so beschissen läuft. Also nach rechts hinten wieder. Nach links soll. Für den schönen Fahrer hier. Das ist eine sehr ungewöhnliche Perspektive, ist mir gerade egal. Mann. Oh, ich höre schon, wie er lacht. Unbedingt noch mal die viel verfeinern. Ich glaube, ich muss mal echt mal ein paar Videos machen, wo ich einfach nur rangiere, ey. Also, der muss nach rechts, also links einschlagen. Ja, wie schon. Alter! Kriegt ihr nicht so wirklich gerade darin? Die gibt's doch ja nicht. Was hat mir stört der Pisser hier? Verpiss dich mit dem Scheiß-Auflieger. Ich glaube, jetzt habe ich's. Dass ich zufrieden sein kann. Ah, das hat ein bisschen lange gedauert, dann gebe ich zu. Gut, das reicht mir so.
Also, es war mal wieder eine Glanzleistung. Ich glaube, in der Prüfung, ob ich das durchgefallen wäre, weiß ich nicht, aber das war jetzt nicht wirklich die beste Leistung, muss ich echt zugeben. Ich habe einfach noch Probleme, den aufzufangen und auch diese Koordination mit links-rechts. Das will mir noch nicht so ganz gelingen. Aber ich glaube, ich mache wirklich mal ein Video, wo ich einfach nur Rangieren übe. Und ja, dann sollte das wieder klappen. So, wieder eine Dreiviertelstunde gebraucht hier. Ich muss auch sagen, das Rangieren macht trotzdem verdammt viel Spaß. 6, 7, 8, Level 8, sehr schön. Jetzt haben wir Level 7. Können wir Fernfahrten vollknallen. Und machen dann platzabbrechliche Fracht, glaube ich. Eine hochwertige Fracht. Zack. Gibt mehr Knete, speichern mal kurz. Das spielt ab. So. Schauen wir mal, wo uns diesmal verschlägt. Berlin nach Ternopil. 976 Kilometer. Was haben wir hier? 1084 Kilometer. Vorratstank fahren wir dann schon wieder. Oder 15 Tonnen Kleidung. Von Polen. Lubakarowka nach. Ich geht mal an, wie riesig die Website muss, Alter. Geht mich mal an. Das kleine Stück hier, ja, das sind 1000 Kilometer. Stell ich mal vor, wir fahren von hier unten nach hier ins Oben oder so. Alter Falter. Oder auch hier oben. Alter, wir haben mehrere 4.000, 5.000 Kilometer fahren, wenn wir später definitiv haben. Ich erzähle momentan eine kürzeste. Kilometer. Gut, lassen wir es erstmal. Gut, ihr habt mal wieder gesehen, Onkel Christian, der Rangierweltmeister, hat es perfekt hingekriegt, fehlerfrei. Na gut, okay, alles klar. Ich werde es schon hinkriegen. Wir werden mal, ich denke mal, so mal Spaß erlauben und dann einfach mal hier so eine ganz kurze Tour auswählen, ein paar Mal und dann hier in unserer Folge extra mal so ein bisschen das Rangieren üben. Und wenn ich mich dahin teleportiere, ist mir scheißegal. Ja, dann bedanke ich mich für Zusehen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn nicht, lasst mir ein Like da. Ansonsten erst recht. Ihr merkt schon, ich bin wirklich schon bei Sache. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn nicht, dann erst recht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.